Baba! Wir sind in der Türkei! Es hat jetzt ein bisschen gedauert, aber wir freuen uns voll. Es ist, wie viel Uhr? Spät? Auf jeden Fall 7 oder so. Das Navi hatte mal gesagt, wir sind hier um 3. Naja, wir haben auch Gyros noch gegessen, Kaffee getrunken, Eis gegessen, Pipi-Pausen gemacht. Also, und hier standen wir an der Grenze, bestimmt jetzt auch ein Stündchen. Aber jetzt sind wir da. Das sieht jetzt ein bisschen deutsch aus, gell? Ja, voll, glaube ich. Ich dachte nicht, dass es so da einfach die Autobahn hier und also weil die Straße halt geil ist und dann die und Felder und alles. So schön, schön. Akkurat. Du, da fühlen wir uns gleich wie zu Hause, gell? Wir sind nach der Grenze direkt nach Kejang gefahren, die nächste erste größere Stadt hier, und hatten die Hoffnung, wir finden gleich einen Telekom-Laden, wo wir einfach uns eine SIM-Karte holen können. War alles nicht so leicht wie gedacht. Wir waren bei Turkcell und die haben irgendwie mit unseren Reisepässen die Scan-Funktion irgendwie nicht gescheit hingekriegt und dann hat das alles nicht geklappt. Keine Ahnung, jedenfalls haben wir jetzt keine SIM-Karte. Weil jetzt ist ja auch schon 8:30 und jetzt sind sie irgendwie, sind wir ein bisschen stinkig. Also ich bin ein bisschen stinkig, das hat mich jetzt geärgert. Und jetzt haben wir uns aber stattdessen noch was zum Essen geholt und kümmern uns halt morgen in Ruhe dann um die SIM-Karte und gehen halt zu Vodafone und nicht zu Turkcell. Ich habe gefragt, ob die noch auf haben, ob der Laden noch auf ist, ob die schon zu haben. Und dann sagt, nein, hier, Chicken haben sie noch. Und dann? Dann hat er mir noch das Brot gezeigt, ein ganzes oder ein halbes. Dann habe ich gesagt, gibst du mir ein ganzes? 2. Okay, hat er voll gemacht mit Chicken und Pommes und Salat. 33 Lira. Sind ungefähr 3,30 Euro. Für beide. Für beide zusammen. Okay. Das ist eins quasi. Guten Morgen. Sieht doch ganz verschlafen aus. Unser erster Morgen in der Türkei. Aber irgendwie erinnert diese Gegend hier fast an Deutschland. Guten Morgen. Wir hatten ja gestern jetzt keinen Erfolg mit SIM-Kartenkauf und deswegen erledigen wir das jetzt gleich heute als erstes und überlegen uns so ein bisschen, was dann unsere weiteren Pläne sein sollen. Wir haben jetzt gerade schon beim ersten Kaffee gesprochen. Wahrscheinlich lassen wir jetzt Istanbul für den Anfang erstmal aus und starten so ein bisschen gemütlich in das Land, ohne gleich den großen Kulturschock in der Metropole zu kriegen. Und haben dann ein Bonbon für den Abschluss, wenn wir dann wieder rausfahren auf dem Heimweg. Wir fahren jetzt auf ein neues nach Kejang, wo wir gestern schon waren, und versuchen unser Glück nochmal eine SIM-Karte zu bekommen. Jetzt sollten mehr Läden auf sein als gestern Abend. Wir tanken das erste Mal in der Türkei. Für 6,6 Lira sind ungefähr 66 Cent, grob umgerechnet. Das billigste Diesel ever, und es wird jetzt in der Türkei auch so bleiben. Das ist super cool. Und der Benni guckt jetzt mal noch nach dem Ölstand und nach dem Wasser. Seitdem Bonnie entspannter beim Autofahren ist, schläft sie auch ein bisschen und das ist ihre Autofahrhaltung. Das ist Bennys Autofahrhaltung. Hallo, wir fahren jetzt mit der Fähre nach Asien. Wir verlassen gleich Europa.
normal. Hier kann man gerade noch beide Zipfel sehen. Europa, Asien, Europa, Asien. Im Moment fahren wir von der Fähre runter und der Bruno setzt seine Reifen das erste Mal auf asiatischen Grund. Verrückt! Es ist schon ein verrücktes Gefühl, dass man quasi auf dem Landweg seinen Kontinent, in dem man lebt, verlassen hat. Naja, wir fuhren jetzt über See. Ja, aber trotzdem, mit dem eigenen Auto. Eigentlich ja schon über Land. Ja, mit dem eigenen Auto, genau. Schon auch mit Fähren, aber trotzdem, halt nicht mit dem Flugzeug. Ja. Was begegnet sind uns? Wir sind angekommen für heute. Wir haben einen Stellplatz gefunden. Das ist wie so eine Art Nationalpark, beziehungsweise ja, so ein, fast schon ein Campingplatz. Hier sind jede Menge Einheimische, die jetzt den Tag verbracht haben. Ein paar Zelte stehen rum. Und wir haben auch hier quasi direkt am Strand unser Plätzchen aufgebaut. Heute gibt es Veggie-Burger. Traumkulisse. Wir haben jetzt hier einen Traumplatz. Wollen ein paar Tage verbringen und Griechenland erstmal sacken lassen, bevor wir so richtig in die Türkei eintauchen. Schönen guten Morgen. Wir sitzen hier am schönen Strand. Wirklich ein wunderschönes Plätzchen. Und wir haben heute Morgen beim zweiten Kaffee bemerkt, dass da vorne sich ein türkisches Ehepaar mit ihrem 1er-BMW in den feinen Sand eingebuddelt hat. Und die waren so am mit den Händen rausbuddeln und dann bin ich mal mit der Schaufel vorbei, hat nichts geholfen. Dann haben wir mit Holzbrettern versucht, sie rauszuholen, hat auch nicht geklappt. Dann habe ich die Sandbleche geholt, es hat auch nicht gereicht, weil er sich wieder und wieder eingebuddelt hat. Und am Ende sind wir mit Bruno vorgefahren, haben unser Seil ausgepackt und konnten ihn ohne Probleme aus dem Sand befreien. Und jetzt haben wir zum Dank noch schöne Hackfleischtaschen gekriegt. Und da unten gibt es noch ein Pineapple Pie. Weil die gute Frau hatte nämlich Geburtstag oder hat heute Geburtstag. Und ich glaube, den Tag haben wir hier so ein bisschen gerettet, glaube ich. Und da hinten steht er jetzt, der BMW, auf festerem Boden. Schmeckt jedenfalls saugut. Guten Morgen. Es ist kurz vor 7 und heute ist ein stürmischer Tag, der war so vorhergesagt mit ganz viel Regen. Und seit 5:30 werden wir jetzt hier so richtig durchgeschüttelt. Der Bruno wackelt und der Sand peitscht uns gegen den Bruno. Der hat richtig Sand gestrahlt von außen. Regnet tut es noch nicht, wir haben das jetzt noch schnell genutzt, waren gerade kurz draußen mit der Bonnie, einmal Pipi machen, alle zusammen, die hat sich schon voll geweigert, überhaupt rauszugehen, das war mal die Überredung. Aber wir haben es geschafft und jetzt haben wir alle einmal Pipi gemacht noch im Trockenen und jetzt warten wir, dass hier das Gewitter losgeht, weil es bläst draußen wirklich unheimlich und die Blitze sieht man auch schon über dem Meer. Bonnie, auf geht's! Okay.
Dieses Mal waren es nur 7 Wochen und 900 Liter im Vergleich zu letztes Mal 11 Wochen und 1200 Liter. Unser Präfilter ist zugesetzt. Wir haben nur Wasser aus Hähnen gefiltert. Und es ist richtig ekelhaft, wenn man sich vorstellt, wir hätten es nicht gefiltert. Das ist der neue und das ist der, den wir jetzt austauschen müssen. Wir haben jetzt hier einen Zwischenstopp in Kikuyu gemacht zum Einkaufen und hatten auch richtig Hunger. Und haben jetzt mal Chiköfte ausprobiert. Das ist quasi die Variante, wenn man es mit Brot möchte. Und das ist dann da drin. Und ich wollte halt ohne Brot, mit Salat. Und dann hat man das hier gekriegt. Zwar auch Brot, kann ich aber weglassen. Und das hier ist der Salat. Chiköfte mit Salat. Aber schmeckt gut. Mit dem Salat weiß ich nicht so genau, wie ich den essen soll. Schmeckt lecker. Schmeckt so. Ja. So, nachdem wir uns das Mittagessen reingestellt haben, haben wir jetzt noch Obst und Gemüse gekauft für 10 Euro, volle Erdbeeren Taschen. Erdbeeren und Aprikosen und Nektarinen und Wassermelone. Und dann waren wir noch beim Metzger und Baklava gekauft und jetzt haben wir einen ganz guten Start hingelegt zum Einkaufen so in der Türkei. Und es macht super Spaß, weil es alles so günstig ist. Merhaba! Wir sind schon über eine Woche in der Türkei jetzt. Es fühlt sich noch nicht so lang an. Wir haben erstmal so richtig die Seele baumeln lassen, um anzukommen. Wir haben uns in den ersten Tagen darum gekümmert, eine türkische SIM-Karte zu bekommen, damit wir auch hier Internet haben. Und haben dann 4 Nächte an einem sehr schönen Platz im Nationalpark bei Troja verbracht, wo wir eine mini kleine Gebühr von 2,50 Euro gezahlt haben pro Tag, aber eine heiße Dusche und Toiletten hatten. Und es war irgendwie super entspannt, es war wunderschöne Natur und wie gesagt, wir haben es uns einfach gut gehen lassen und die Zeit ganz ruhig genossen, ohne viel Autofahren und rumkommen. Also quasi wie Urlaub gemacht, es war richtig cool. Und jetzt sind wir wieder voller Energie und haben richtig Lust auf die Türkei. Wir sind jetzt losgefahren, haben uns das kleine Örtchen Assos angeguckt mit der Festung, wo man eine sehr weite Sicht aufs Meer und die Landschaft hat. Wir wollten da auch frühstücken gehen, das hat leider nicht geklappt, hatte nichts offen. Und dann hat sich das alles ganz schön gestreckt, dass wir dann Pide zum Frühstück hatten, unser erstes Pide in der Türkei. Und das war dann um 5 Uhr, aber es war richtig lecker. Und dann sind wir wiederum weitergezogen und haben andere Reisende getroffen, mit denen wir jetzt auch schon eine Nacht zusammenstanden. Und heute, wir fahren quasi jetzt an der Küste entlang, an der Südküste Richtung Izmir. Und werden da auch noch weiter an der Küste dann entlang fahren und haben uns heute den Ort Bergama angeguckt. Und das war auch sehr nett, also einfach so ein bisschen Bazaar-Flair und Ruinen mitten in der Stadt. Und der Benni hat sich die Haare schneiden lassen. Super lecker Mittag gegessen, also es war irgendwie, ja, es ist jetzt richtig cool. Wir sind angekommen, es macht Spaß und wir freuen uns auf mehr. Und vielleicht reisen wir sogar ein kleines Stückchen jetzt gemeinsam. Und in Bergama, das war richtig süß, wir haben vor einem Haus von einer älteren Dame geparkt, die wohl in ihrem Garten saß oder so und kam direkt raus, als wir geparkt haben und hat dem Benni Bilder auf dem Handy gezeigt vom Wohnmobil. Hat gemeint, sie also quasi versucht zu verstehen zu geben, dass sie auch eins hat und hat sich irgendwie total gefreut und es war ganz goldig. Und als wir jetzt zurückkamen, um wieder abzufahren, kam sie direkt wieder raus und hat sich gefreut und hat uns jedem eine Handvoll Kekse in die Hand gedrückt und ein eiskaltes Uludag und kleine Pappbecherchen dazu. Das war jetzt richtig, richtig nett irgendwie.